Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ja schon wieder auf Sendung. Es ist wieder mal Donnerstag und es ist Beratertag mit Verena Bühler, Life-Coach und Medium. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob ich schon Sendezeit habe, aber da niemand da gewesen ist, habe ich gedacht, ich beginne jetzt schon mit meinem Kartenlegen-Seminar. Ich lege für euch wieder heute Abend die Karten. Und freue mich, wenn ihr schon zahlreich hier sind. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch schon Leute hier und ich freue mich, wenn ihr euch einloggt. Ich grüße euch. Wie immer beginne ich natürlich mit einer Feenkarte. Und die Feenkarte, die ich heute gezogen habe für uns alle, die ist Verbundenheit. Das finde ich so eine schöne Karte. Das bedeutet, alle Dinge sind miteinander verbunden. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag. Die Quantenphysik hat herausgefunden, wenn in China ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, wirkt sich dies auf das Wetter in Südafrika aus. Das Reich der Feen weiß um diese naturgemäßige Verbundenheit aller Dinge. So unsterblich, nein, so unterschiedlich oder so fern voneinander sie auch sein mögen. Also ihr seht, wenn irgendetwas auf der Welt passiert, wird es sich ja auch auswirken auf die ganze Welt. Weil wir sind alle miteinander verbunden. Halte heute einmal die Augen offen. Es gibt überall Beziehungen und Verbindungen. Menschen, Orte, Dingen, Ideen, sichtbar und unsichtbar. Sie alle warten darauf, dich begrüßen zu dürfen. Wenn du dich isoliert oder einsam fühlst, wenn etwas, das du dir wünschst, hoffnungslos fern von dir zu sein scheint, dann denke daran, an das unsichtbare Band, das alles auf der Welt miteinander verbindet. Suche diese Unsichtbare und es wird dir gehören. Das bedeutet ganz einfach, wenn du für dich einmal nachschaust, was in deinem Leben so alles unsichtbar ist, so denke doch einmal daran, wie kann ich das sichtbar machen? Und da möchte ich dich natürlich auffordern, dir ein Blatt Papier zu nehmen oder ich habe zum Beispiel immer hier mein Glücksbuch, das mit leeren Seiten bestückt ist. Die habe ich natürlich immer sehr voll geschrieben und ich fordere dich auf, hast du dieses Glücksbuch überhaupt schon beschrieben? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich sage es dir zwar in jeder Sendung, dieses Glücksbuch zu machen und ich weiß nicht, ob du dieses Glücksbuch schon im Umlauf hast. Für mich bedeutet das ganz klar, alles, was ich in mein Glücksbuch schreibe, wird sich manifestieren. Vorausgesetzt, ich halte auch den Fokus darauf und das Gefühl. Und das ist ganz wichtig, dass wir das Gefühl darauf haben. Weil ohne Gefühl kann das Universum uns auch nichts erfüllen. Das heißt ganz klar, ich muss für mich eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, ja, ich will mein Leben verändern. Eine Entscheidung, ja, ich muss aus meiner Komfortzone kommen. Und ja, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. Und da liegt ja meistens auch schon der Hund begraben. Viele Leute, die zu mir in Beratung kommen, die sagen ja, Verena, ich habe jetzt alles gemacht und nichts hat funktioniert. Und wenn ich dann wirklich nachfrage, was genau du getan hast, dann merke ich, aha, die haben es vielleicht einen Tag gemacht oder 3 Tage. Und 3 Tage irgendetwas zu tun, um zu denken, es wird sich irgendetwas verändern im Leben, das ist natürlich eine Illusion. Und natürlich möchte ich da euch auch den Tipp mit auf den Weg geben,
dass wenn ihr euch schon mit der geistigen Welt oder mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung auseinandersetzt, ja, dass er dies auch richtig tut. Und wenn ihr das richtig tut, dann heißt das, Wünsche werden auch erfüllt. Heute haben wir ja Life Coach und Medium. Also ich lege für euch die Karten und ich freue mich, dass Najal schon da ist. Hallo Najal, ich grüße dich. Die Grüße, die von mir entfernt. Was? Flüge von mir entfernt ist. Genau. Lieber Najal, kann ich heute Abend etwas tun für dich? Möchtest du eine Engelkarte? Oder möchtest du, ja, siehst du, und wenn ich ein bisschen weggehe, siehst du sogar, wer hinter mir ist. Möchtest du, dass ich dir eine Engelskarte lege? Ziehe. Das ist meine Göttin in mir. Ups, da ist Seed. So. Bin ich zu früh auf Sendung, sage mal, Nascha? Beginne ich erst um 8:30? Ich habe gedacht, du, es ist niemand da. Ich glaube, Cheat ist auch ausgeflogen. Nützen wir die Stunde, wenn die Katze aus dem Haus, so tanzen die Mäuse. Genau. Also ein Engel für dich, das bedeutet Zeit der Stille und Einkehr. Das heißt, ziehe dich zurück und meditiere darüber, was du wirklich willst. Und zwar bedeutet das für dich ja alles, was du dir wünschst und was zu dir kommen soll, wirst du ja im Gebet erreichen. Gell, Cheat ist da. Ja, ich habe schon gedacht, dass Cheat nicht da ist. Macht ja nichts. Wir genießen jetzt die Zeit. Also wenn irgendjemand jetzt noch zuguckt und sich einloggen möchte, der tue das bitte. Er muss sich anmelden über Cheat TV. Das heißt, das ist kostenlos, damit er hier auf meinen Chat kommen kann. Und du darfst dich einfach einloggen und ich lege für dich heute Abend kostenlos die Karte. Wenn du Lust hast, dich jetzt einzulocken und sich von mir die Karten legen lassen, dann tue dies bitte. Ja? Weil nächsten Donnerstag bin ich selber auf Fortbildung und da bin ich nämlich nicht da. Also nutze die Stunde der Weisheit und locke dich ein. Ja. Ich freue mich, dass ihr natürlich alle hier seid. Und wir immer wieder uns zu diesem Abend treffen und uns austauschen. Es ist wunderschön, heute hat es zwar bei uns regnet es wieder und gestern war ich klitsche, klatsche nass geworden. Ich war bei Buddha in Feldkirch, das ist eine wunderschöne Stupa und ein irre Kraftort und am Tag war es so schön heiß und am Abend ging ich essen und was ist passiert? Klitsche, klatsche, nass war ich, bis ich im Auto war. Doch ich habe es genossen, denn ich habe gesagt, es ist der Regen der Reinigung. Und das war für mich eine schöne Spaziergang. Na schau, ich habe die Ereignisse in der letzten Zeit stillgelegt, so dass ich mich für mich selber kümmern kann. Und die Engel sind einfach nur mit mir stimmig, so wie es ist. Danke. Ja, ich danke. Ich bedanke mich auch bei dir, Najal. Jetzt weiß ich nicht, sagt man Nijal oder Najal? Nijal. Ich habe nämlich vorher gehört, dass die Sabine Nijal gesagt hat. Ich sage immer Najal, also korrigiere mich, ja, wenn ich da deinen Namen nicht korrekt ausspreche. Wäre mir natürlich nicht recht. Okay? Alles klar. Gut, dann gucke ich mal, was heute Abend noch alles so los ist und mache mal so einen Rundumschlag. Was kommt denn die nächsten 3-4 Tage auf die Menschheit zu? Ich muss mal gucken, ob ich die Informationen bekomme, was in den nächsten Tagen so alles passiert. Weil letzten Donnerstag hat mich ja jemand gefragt,
Meinst du, da gibt es Fragen? Eben, ist alles ruhig, ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht bin ich auch zu früh auf Sendung. Es kann ja auch sein, dass die Leute erst um 8:30 kommen. So, also, guck mal. Ich gucke jetzt einfach mal nach, was alles auf uns zukommt. Den letzten Donnerstag hatten wir ja die Fußballmeisterschaft. Da habe ich ja gesagt, ich weiß, wer mal Weltmeister wird. Nur konnte ich natürlich nicht sagen, dass Deutschland in dem Moment rausfliegen würde, weil dann hätten wahrscheinlich viele Deutschen ihr TV aus dem Fenster geschmissen. Das wollten wir ja nicht. Das ist lieb von dir, Nascha. Danke dir. Also, was kommt auf uns zu? Eine Nachricht ist das Thema und viel mal hin und her und vor allem ein Neuanfang. Also wer irgendetwas aufzulösen hat oder noch irgend in einer Entscheidung steckt, so soll er doch bitte schön einfach mal das übergeben und sich besinnen, was er wirklich möchte. Weil die nächsten 3 Tage ist noch etwas turbulent für die Leute und jedoch wird eine Einladung kommen und eine Klärung. Einfach immer alles mit Vorsicht zu genießen. Das bedeutet, wenn du eine Entscheidung treffen musst, solltest, wie auch immer, dann heißt es ja für dich, dass es wirklich immer mit Vorsicht zu genießen ist. Also abzuwiegen, macht es für mich Sinn? Ist es für mich stimmig? Oder möchte ich da überhaupt nicht hingehen? Ja, und wenn du natürlich nicht, wenn es nicht stimmig ist, wenn irgendein Gefühl oder so die Nackenhaare dich sträuben, dann musst du natürlich loslassen. Und das Herz, du musst immer daran denken, das Herz kennt die Lösung und die Seele natürlich aus. Manchmal muss man einfach darauf warten oder darauf hören, was das innere Gefühl dir sagt. Leg bitte noch dein Handy weit weg, das meldet. Ehrlich, oh, danke dir. Ich höre das natürlich nicht. Ist besser? Oder ist es jetzt besser? Na, schau. Ich kann natürlich auch einstöpseln. Moment, mal gucken, wie das ist, wenn ich da euch einstöpsele. Wie ist es jetzt? Guck mal. Ist es besser? Das finde ich super, dass du das gesagt hast, Mascha. Dann stellen wir nämlich hier die Lautsprecher aus. Ach so, ich habe heute gehört, Dings hat angefangen. Wer hat jetzt angefangen? Lass mich überlegen. Superstar hat wieder angefangen. Das ist natürlich klar, die Leute gehe natürlich lieber Superstar gucken. Aber das verstehe ich ja auch. So, also, ist es jetzt besser? Erst wenn sich wieder, ja, genau. Also ich habe jetzt mich eingestöpselt, siehst du, und bin da wieder voll in meinem Element. Natürlich habe ich jetzt hier irgendwie, höre ich mich selber nicht mehr so gut, aber nichtsdestotrotz, ich möchte natürlich, dass ihr einen super Ton habt. Na? Und das ist so ein Headset. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja? Kannst du mir mal sagen, ob du mich gut hörst? Ja? Gut, also, ich finde das heute richtig ruhig. So, genau. Und wir waren ja da noch bei der, bei der globalen Übertragung. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, sollen, wie auch immer, heißt es immer abzuwägen, ist es für mich stimmig oder möchte mich jemand. Ich melde mich wieder, wenn es wieder da ist. Ja, aber der Ton ist da, lieber Naschal. Ja, der Ton ist da. Ich hoffe ja schon. Gell? Also, wenn du eine Entscheidung treffen musst, ja,
Hi Verena, ich freue mich, dass du da bist. Ich gucke jetzt mal, ja, der Ton von meinem Mic ist ganz offen. Uwala, jetzt sehe ich mich irgendwie doppelt hier. Jetzt ist besser. Also, hi Verena, was kann ich für dich tun? Super. So. Alles klar. Freue mich, dass du da bist. Ist heute wirklich Superman dran, gell? Dann sind die Leute natürlich nicht da oder ich bin zu früh auf Sendung, Verena. Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz spannend. Ich habe einfach gesagt, du, ich fange um 8 Uhr mal an zu senden, mal schauen, was passiert. Gell? So, liebe Verena, wie ist es dir gegangen diese ganze Woche? Hat sich da was verändert in deinem Herzen mit deinem Partner? Magst du da mir was erzählen? Wenn das Telefon brummt, dann brumme ich auch von hier dann wieder. Okay. Wenn das Telefon brummt, dann brummen wir alle zusammen. Also bei mir brummt jetzt nichts mehr. Bin froh, dass du mir das gesagt hast. Was ist komisch, Verena? Ist jetzt in München. Soll ich da mal gucken, was er macht? Hast du Lust? Ha. So. So, Verena. Du bist mir ja beim Mädel, du. Ja, magst du mir den Namen schreiben? Kannst ihn auch ins Skype schreiben, wenn du ihn nicht hier reinschreiben möchtest, ja? Okay. Also, jetzt gucke ich mal auf ihn. Ja, denk du bitte mal auf ihn. Gell? Mal schauen, was der so alles für dich im Paketle hat oder im Rucksäckle hat. Gell? Schauen wir mal. Also, Patrick und Verena. Schauen wir mal, was ist da jetzt? Ja, das haben die Männer so an sich, wenn sie süß sind. Gell? Dass man sie einfach immer daran denken muss. Genau. Hast recht, Mascho. So, schauen wir mal. Also, guck mal. Ja, was soll ich da sagen? Kennst du eigentlich die Karten? Was soll ich da sagen, Verena? Der Anker ist rausgekommen und der Lebensbaum. Also, ich denke mal, das ist eine ganz schöne Art, jetzt dich auf etwas einzulassen. Okay? Nur ist der Mann noch ein bisschen blockiert. Also im Kopf, ja. Er weiß zwar, im Herzen hat er das Geheimnis und es geht auch um Gefühle und auch um die Psyche. Ja? Es kann auch möglich sein, dass er noch ein bisschen gehemmt ist, irgendetwas Neues anzufangen, weil er noch etwas mit sich rumträgt. Aber ich sag dir mal so, die nächsten 3 Wochen, ja, wird sich das komplett verändern, weil es gibt eine Veränderung auch bei ihm in eine bessere Gesellschaft. Ich weiß ja nicht, ob der gerade in einem Umbruch ist, dass er die Stelle wechselt oder den Job wechselt oder so. Keine Ahnung. Aber hier steht es geschrieben, er möchte auch endlich den Anker auswerfen. Und dir muss ich ja nicht erklären, was es bedeutet, den Anker auswerfen. Na? Und dann ist es aber auch gezeigt von oben, also das ist ein Wink des Schicksals, weil es wird dir gegeben, liebe Verena. Und du weißt ja, wenn du so verbunden bist wie du, dass du irgendwann mal das Richtige ins Universum gesendet hast, so wie Ursache und Wirkung. Und irgendwann werden ja die Wünsche erfüllt. Ja, wir haben uns erst einmal gesehen. Sehen uns am Samstag, hoffe ich. Er ist gerade umgezogen. Neu, eben, noch nicht lange. Single, aber genau das wollte ich ja vorhin sagen. Da sind noch ein paar Sachen da, aber nichtsdestotrotz, er ist natürlich am Anfang vorsichtig und er wird dich natürlich auch sehr kritisch prüfen und begutäugen. Das ist ja auch sein gutes Recht, genauso wie du das ja auch machst. Nicht? Ich meine, jetzt musst du dir vorstellen, da ist ein Komponent und hier und da wird jetzt beschnüppelt, ja, und so. Ja, das wäre toll, wenn das wäre, ja. Und wenn ihr euch beide beschnüpperlet, ja, dann heißt es, geh mal aus dem Ich ins Du.
Das bedeutet, wenn du von Ich ins Du gehst, was kann ich Gutes für dich tun? Und wenn er das genauso macht, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dann wird das eine ganz tolle Partnerschaft. Wenn es natürlich einseitig ist, was wir Frauen ja meistens so an uns haben, wir wollen immer alles managen. Und wir wollen immer alles für die Männer tun. Und das ist der fatale Irrtum, dass wir meinen, wir müssen den Männern dienen. Im Gegenteil, wir sind die Königinnen und der Mann möchte gerne für uns was tun und nicht wir für den Mann. Wir sind ja schon da für ihn. Wir sorgen uns um ihn. Wir verpflegen ihn. Wir haben auch andere Pflichten ihm gegenüber. Und da müssen wir uns manchmal zurücknehmen, dass wir nicht immer alles für den Mann tun möchten. Weil der Mann möchte für uns da sein und er möchte auch Anweisungen bekommen, mit Liebe natürlich. Ja? Und dann ist er für dich richtig da. Was er für mich tun kann, soll ich mal schauen? Oh ja, das ist ungewohnt. Eben, nicht, du sollst nicht schauen, sondern du sollst ihm sagen, was er für dich tun kann. Und du gehst vom Ich ins Du und er auch und sagt, was kann ich Gutes für dich tun? Und wenn ihr beiden einander die Wünsche erfüllt, dann kann es ja im Grunde genommen nur noch schön sein. Ne? Und wenn es für dich schön ist, was gibt es Besseres, als einfach mal zu genießen? Weil das ist ja das, was du nicht kannst, liebe Verena. Ja? Und wenn ich sage genieße, dann meine ich mit Herz und Seele genießen. Ja? Und das ist das, was du üben darfst. Ja? Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch mal annehmen kannst und nicht immer nur geben, geben, geben musst. Ja? Weil du bist nicht geboren, um zu geben. Im Gegenteil. Du darfst annehmen, du bist eine Frau. Ja, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist. Jede starke Frau muss sich daran gewöhnen, dass ein Mann für sie da ist und sie gerne tragen möchte. Oder dass du auch mal deinen Kopf an seine Schultern legst. Ja? Und wenn du das tust, gebe ich dir Brief und Siegel, dass das auch sehr gut werden kann. Was natürlich nicht darfst, ist ihn ein bisschen überfordern, weil er kommt gerade aus einer Beziehung, verstehst du? Und wenn ein Mann gerade aus einer Beziehung kommt, ist er ein bisschen kopfscheu, also ein bisschen Brett vor dem Kopf. Ja? Und dann musst du ihm einfach mal herausfinden, bist du dann nur die Therapeutin, Anführungs- und Schlusszeichen, ja? Damit er von der anderen Frau wegkommen kann. Oder hat er wirklich Interesse als Frau an dir? Und das würde ich dir noch empfehlen, vorher herauszufinden, bevor du dich öffnest. Okay? Das ist natürlich ganz wichtig. Karl? Ja, jetzt haben wir 10. Ja, gerne, liebe Verena. Gerne, meine Süße. Bist du auch immer für mich da, Mai? So, jetzt sehe ich 10 Leute hier und 2 haben mich bis jetzt was gefragt. Was ist mit den restlichen 8? Wenn ihr noch nicht eingeloggt seid, dann loggt euch doch einfach schnell ein und kommt auf den Chat und fragt mich was. Und bitte immer, immer trinken, weil es ganz wichtig, weil es war heute so heiß und man muss immer trinken. Oh, der Hallo ist da. Ich habe dich schon fast vermisst und gedacht, also der Hallo. Siehst du, ich hatte gestern letzte Woche recht gehabt, ja? Ja, man muss sich anmelden. Oh, die Udine ist auch da. Endlich. Es ist gut so. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe schon gedacht, ich mache hier einen Monolog. Ich rede ein bisschen anderthalb Stunden irgendwie in ein schwarzes Loch. Mache natürlich schon liebe Beratung für euch. Ja? Du, lieber Hallo, hast du letztes Mal gesehen, dass ich recht hatte? Ich wusste, dass Spanien Weltmeister wird und ich wusste auch, dass Deutschland rausfliegt. Nur wollte ich das natürlich nicht sagen, weil sonst hättest du wahrscheinlich deinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen. Und das wollte ich ja nicht. Ja? Welches? Ja, ich nicht.
Ich bin keine Astrologin. Verena, welches Sternzeichen hat er? Ah, du musst es noch herausfinden. Ich war sauer. Aus Dipline gefunden. Ja, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und ich habe gedacht, darum habe ich auch nichts gesagt. Ich habe immer nur gesagt, ich weiß, wer Weltmeister ist. Und ganz leise, ihr seid es nicht. Aber das darf ich natürlich nicht sagen. Gell? Ich weiß nur, dass er Polizist ist. Das finde ich toll. Oh, wei, oh, wei, da musst du dich aber richtig anstrengen, liebe Verena. Ey, aber wirklich, du. Die Polizisten, die sind dann auch zu Hause Polizist, gell? Weil die können nicht aufhören. Ja, die können da nicht aufhören, entweder zu schnüffeln oder in Ordnung und Disziplin zu leben. Wenn du das kannst, bitteschön, lass dich auf den ein. Wenn nicht, lass die Finger von ihm. Weißt du, du bist Steinbock. Ja, darum kommen wir so gut aus. Weil ich bin nämlich Stier. Stier und Steinbock ist genial. Also ich wünsche mir, ich würde einen Mann kennenlernen, der Steinbock ist. Aber bis die Steinböcke dann, also weißt du, vom hohen Ross rund, also vom hohen Berg runterkommen, das braucht dann auch eine Zeit, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Mit den Frauen geht es einfacher. Also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Aber Männer sind schon ein bisschen kompliziert. Ja. Hallo, ist der ein guter Indikator? Jawohl. Du bist ein Stierchen, ja, Vollblutstier, sieht man das nicht? Meine feurigen Augen, meine geniale Art. Tja, zu mir passt am besten ein Steinbock, wirklich. Und mit den anderen kenne ich mich nicht aus, weil ich bin keine Astrologin. Ich bin ein Medium und ich berate Leute. Und meine Spezialität ist ja Tiefenblockaden lösen mit Quantenheilung. Das ist meine Spezialität. Und ich verschenke ja auch auf meiner Webseite eine Quantec-Analyse kostenlos. Du wirkst aber so, Verena. Ja, wie ein Stierchen. Ja. Du hast mich ja noch nie näher kennengelernt. Guck mal, wenn ich dann mal richtig sauer werde. Jetzt bin ich ja lieb, gell? Ein Steinböckele, ja, alles, wenn du ein Saturn hast. Also. Ja, du, ich meine, ich bin ja froh, ich bin ja noch Aszendent Venus. Ich bin Aszendent Waage, also hab Doppel-Venus. Tja, das macht mich ja so genial. Ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich richtig stur. So. Also, hallo, jetzt erzähl mal, kann ich was für dich tun? Hast du eine Frage an mich? Ich weiß, irgendwo sind wir letztes Mal noch irgendwo stehen geblieben. Hola, die Waldfee ist da. Wo ist die Waldfee? Oh, jetzt muss ich den Chat abstellen vom Skype, weil die sind am Chatten und ich habe das im Ohr. Das geht mir natürlich schön. Das geht natürlich nicht, weil sonst habe ich um 10 einen Gehörschaden. Du, darf ich jetzt bis um 10 senden oder bis um 9:30? Mein Gott, ich habe so ein Durcheinander im Kopf, das kann ich dir gar nicht vorstellen. Hast du die Blockade gespürt dieses Jahr, Verena? AC Waage. Ja. Also die Blockade nicht, aber ich habe gemerkt, dass es sehr, sehr, wie soll ich sagen, dass wir alle noch einmal gefordert werden und richtig ins Gericht gehen müssen. Und zwar, wer sind wir? Was machen wir hier? Warum sind wir hier? Und wo wollen wir hin? Und das ist nicht nur für den Stier so, das ist für jeder Mensch so. Ob er jetzt reich ist, ob er arm ist oder dick oder dünn ist, ob er groß oder klein ist. Jeder einzelne Mensch wird gefragt. Und das finde ich natürlich super. Ja. Weil nur dann ist es gewährleistet, dass es wirklich eine Reinigung gibt in dem Universum. Und dann habe ich ja gestern, wo ich so in den Regen gekommen bin, ich hatte so einen kurzen Rock an und nur so ein kleines T-Shirt und meine Holzzockerli. Und dann hat es richtig runtergestretzt und dann habe ich gewollt, juhu! Und bin da durch den Regen gelaufen und habe gesagt, jetzt ist die Reinigung da. Und habe mich richtig gefreut. Natürlich habe ich dann meinem Geistführer gesagt, hätte es auch warmes Wasser nehmen können. Weil es war echt ein bisschen frisch. Aber nichtsdestotrotz, ein Indianer weint nie
und scheut sich nicht wegen kaltem Wasser. Ja? Bei uns hat es schon geregnet, jetzt scheint schon fast wieder die Sonne um diese Zeit. Also, lieber Hallo, kann ich was für dich tun? Ja, so ein Schwank aus dem Leben. Reinigen. Also, erzähl, was kann ich für dich tun? Ja, was denn? Schau mal, ich schaue. Wie meinst du, was soll ich schauen? Was? Dein innerer Schweinehund musst du überwältigen. Da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Klopftechnik mit dem inneren Schweinehund, gell? Und das kannst du auch mal klopfen. Ich auch. Ja, es wird mir nie langweilig, hallo. Gell? Also ich gucke mal nach. Nee, jetzt mache ich es anders. Weißt du was? Ich gucke mal nach auf den inneren Schweinehund. Ach, hab schon geklopft wie ein Bär. Ja, aber irgendwie hast du wahrscheinlich die falschen Sätze gesagt, ja? Gerd Varili ist immer. Nee. Er kommt jetzt eben um 9:30. Das ist wieder neu, weil ich habe ja gesagt, ich habe aufgehört 2 Monate und dann ist der Gerd wieder um 9:30 gekommen und ich denke, der kommt auch wieder um 9:30, wenn er es nicht vergisst, ja. So. Was die tut der Finger, wie du sollst mit 2 Fingern klopfen, nicht mit einem, ja, mit 2. Und da tut dir kein Finger weh. Und mit Gefühl, wer verwor, gell? Mit Gewühle. Ja? Du musst alles immer machen mit Gewühle, lieber Hallo. Und wenn du hast Gewühle, dann wird es auch richtig werden. Ja? So, jetzt gucke ich mal, warum du nicht in die Gänge kommst. Jetzt denke mal an den inneren Schweinehund. Wie man wissen, was ist mit dem inneren Schweinehund? Ja, der ist richtig faul. Weißt du warum? Ich sag dir warum. Da brauche ich gar keine Karte, weil ich sehe den. Der Frechdachs, ja, der hat nämlich die Füße auf dem Tisch und sagt, du kannst mich mal gern haben, weil du hast den nicht gefordert. Du gibst dem keine klare Anweisung. Er weiß nämlich überhaupt nicht, was er für dich tun muss. Und das gilt übrigens für alle, die zugucken. Wenn ihr etwas in die Wege leiten möchtet oder auf den Weg bringen möchtet, ja, dann müsst ihr schon eine klare Ansage machen. Ich habe ja auch gesagt, Donnerstagabend 20 Uhr bis 21:30 Uhr ist Verena live hier auf Cheat TV. Und ich sage ja nicht, ja, wir machen das mal dann an einem Tag in der Woche, schaut dann mal rein, weil dann kommt nämlich niemand hierher. Ja? Und jetzt beißt mich die Nase, es denkt wieder jemand an mich. Heieiei. Und wenn du natürlich, lieber Hallo, deinem inneren Schweinehund keinen klaren Auftrag gibst, was bitte soll er tun? Stell dir mal vor, ich bin dein Geistführer. Und jetzt sagst du, ja, mach mal, du weißt ja schon, was ich möchte. Dann sage ich, ich glaube, der möchte noch eine Erfahrung sammeln. Und ich glaube, da hast du nicht so Freude daran. Weil eine Erfahrung sammeln heißt, noch einmal von vorne zu beginnen oder irgendetwas, was du schon geguckt hast oder dir schon angesehen hast, darfst gleich nochmals anschauen. Und das macht dann nicht so Spaß. Und dann fragt man mich dann wieder, dann ruft man mich dann an, ja, warum immer ich? Ja, ich meine, ich muss doch auch irgendwas ins Universum senden, wenn ich was haben möchte. Aha, hab die Faust. Aha. Ja, die Faust brauchst auch nicht, weil der Geistführer ist genauso schlau wie du. Also ich zum Beispiel, ich bin ja sehr temperamentvoll, glaube ja nicht, dass ich irgend so ein Mäuschen habe. Und also mein Geistführer ist genauso explosiv, genauso extrovertiert und der ist so voller Power, da muss ich mal gucken, dass ich hinterherkomme. Ja? Und wenn ich channele, der redet manchmal so schnell, dass ich sage, ey, stopp, halt sichern. Ich kann das gar nicht übersetzen, so schnell wie der redet. Ja? Weil ich rede ja schon sehr schnell. Ja?
Und manchmal verstehen mich die Leute auch nicht immer. Und es ist für mich eine gute Therapie, wenn ich meine Videos anschaue und dann denke ich manchmal, wie eine Déjà-vu, hast du wieder geredet, dass ich hinterher auch gar nicht mehr nachgekommen bin. Was habe ich genau gesagt? Also wenn ich zu schnell rede, bitteschön, schreibt in den Chat, Déjà-vu, dann weiß ich, ich bin zu schnell. Dann mache ich dann auf die Dampflokomotiv. Okay? Ja, natürlich versteht er uns gut und er ist lieb. Aber manchmal rede ich einfach zu schnell und ich möchte, dass dir ja mich verstehen. Ja? Okay? Also, innere Schweinehund beschäftigen. Hallo, gell? So, jetzt gucken wir mal nach. Was könntest du dem für, siehst du? Guck mal, er will mit dir nicht arbeiten, weil er würde ja gerne, so ist es nicht. Aber er hat's ein bisschen, er ist ein bisschen genervt. Ja? Weiß aber nicht immer, was? Weiß aber immer noch nicht, was ich tun soll. Genau, schau mal. Ja, was ich tun soll. Naja, schick's mir mal ein E-Mail oder ich habe eine Idee. Ich habe ein ganz tolles Online-Business angefangen. Das ist Videokommunikation. Ich nehme dich in mein Team auf. Da kannst du ein bisschen Werbung machen und Leute einschreiben und Geld verdienen. Es gibt eine Kreditkarte, die sich selber auflädt. Und wenn du möchtest, kannst du gleich damit morgen damit beginnen. Hast du morgen Zeit für ein Online-Seminar? Ja, du, ich stelle dich gleich ein. Mehr brauchst du es nicht zu sagen. Du weißt immer noch nicht, was du zu tun sollst. Ich sag's dir sofort. Genau. Okay. So, jetzt nehme ich dich mal raus. Wo führt dich der? Ich irgendwie habe zu wenig Platz hier. Oder die Kamera ist auch so weit weg. So, jetzt denke mal an dich, lieber Hallo. Ja? So. Hallo, hallo, Echo. Hallo, hallo, Echo. Hau rein, Seminar hört sich nach Arbeit. Nein, du musst nur zugucken. Ich gebe das Seminar. Mann, ey, ich mache Webinar, du zugucken. Ja, und dann entscheide, will ich nicht, weil ich habe einen ganz genialen Businessplan. Ich habe ganz geniale Produkte. Das wird dich richtig nach vorne bringen. Und ich biete natürlich selbstständigen Leuten, Unternehmer und Manager eine ganz tolle Plattform, wie sie ihr Geschäft auf Autopilot stellen können, um mir Kunden anzuziehen. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Ja? So. Sage ich dir ehrlich. Ich benutze es ja auch für mich. Ich gebe alle meine Seminare online. Muss niemand mir sagen, ist zu weit weg, Verena. Sage ich, nee, du darfst zu Hause bleiben und mit mir Webinar machen. Ist doch genial. Also, dann schau. Hallo. Also bei dir ist es so, du bist im Grunde genommen, bist du ja schon in einer guten Gesellschaft, ja? Und es kann möglich sein, dass du es mit jemandem zusammen machst. Sag mal, hast du eine Partnerin? Das weiß ich nicht mehr. Also so wie das aussieht, ja. Sag's mir. Voilà. Okay, also irgendwas ist da nicht korrekt gelaufen. Ich weiß nicht, ob dir da Kommunikationsschwierigkeiten hat oder ob sie das hatte, weil ich sehe mich hier immer 5 Sekunden später. Ja, unglaublich. Weil das Falsche hat jetzt ein Ende. Das bedeutet, wenn du mit ihr Diskussionen hattest oder ihr mit jemand anderen Diskussionen hattet, wo nicht alles in der Wahrheit kommuniziert worden ist, wird es auch aufgedeckt, ja, es wird verändert und vor allem es ist vorbei. Ja? Ja? Ich hoffe, du kannst mit dem was anfangen. Dem Moment, wo diese Geschichte vom Tisch ist, wo wirklich wieder Ordnung und Disziplin in dein Leben kehrt, geht es bei dir bergauf. Und du hast ganz tolle Chancen,
hier wirklich was Großes zu vollbringen. Und zwar, es geht um deine Gefühle und um ein Geschäft, wo du mit Herzblut machst. Ja, und es kann sogar sein, dass du auch sehr spirituell veranlagt bist und dass dir die geistige Welt den Input gibt. Bist du schon spirituell unterwegs? Machst du da schon etwas? Brauche eigentlich hier die Tastatur nicht, muss ja nicht so schreiben. Hallo? Bist du schon spirituell unterwegs? Halli, hallo, Echo. Sag mal, bist du vom Stuhl runtergefallen oder was? Weiß jetzt gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ja, bist du spirituell veranlagt? Ja oder nein? Eben, weil hier steht geschrieben, du bist und die geistige Welt wird demnächst mit dir Kontakt aufnehmen. Nur du bist irgendwie, du glänzt immer mit Abwesenheit. Kannst du mich mal adden unter morphaya.tv? Jetzt brauche ich doch die Tastatur. Menu. Upsala. So. Morphaya.tv. So. Morphaya.tv. So, jetzt hoffe ich, habe es richtig geschrieben. Jawohl. Da kannst du mir bitte eine Anfrage machen über Skype. Hast du Skype? Und wenn du Skype hast, dann adde mich unter morphaya.tv, dann unterhalten wir uns mal übers Telefon. Es kostet ja dann nichts, ja? Wie, was, wo, wenn? Ja? Ist das für dich in Ordnung? Und wenn du kein Skype hast, dann lode das bitte down. Ich habe heute ein Englisch durch Huterwalsch. Der Link geht aber nicht auf. Ja, Spatzeli, das ist auch kein Link, sondern das ist, wenn du kein Skype hast, musst du zuerst diesen Skype downloaden und dann mich auf diesem Skype, das ist mein Skype-Name, musst du mich adden. Ja? Das ist kein Link, das ist mein Skype-Name. Ja? Oder du kannst auch Verena, ach so, aha, ja, der Haareffekt ist gekommen. Ja, genau. Also, wenn du noch kein Skype hast, bitte, dann tu das Downloaden. Ist kostenlos. Du kannst dich ja mit Hallo anmelden oder mit deinem Namen, das ist eigentlich egal. Ich habe jetzt morphaya.tv genommen, also als Überschrift Vorname morphaya, Nachname TV. Ja. Und dann habe ich das E-Mail angegeben und gut gegangen und ein Passwort. Ja? Und dann hast du deinen eigenen Skype-Account. Und dann machst bitte mir, edit mir bitte und dann telefonieren wir miteinander, weil das ist ganz wichtig, dass wir uns unterhalten und zwar mal persönlich, damit ich deine Stimme höre. Weil alles, was ich über die Stimme höre oder wenn ich ein Foto habe von dir, dann kann ich mich ganz gut auf dich einlassen. Okay? In Ordnung? Weil ich sehe da noch ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht unbedingt über den Äther sagen möchte, weil ich weiß ja nicht, wo die Videos wieder überall rumschwirren am Schluss, gell? Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil der Neuanfang ist auch noch blockiert und wenn ich mit dir dann persönlich rede, sehe ich dann auch, wie das ist. Du kannst mir natürlich auch ein Mail schreiben unter ups. Aha, geht ja auch. Verena at morphaya.com. Ja? Verena at morphaya.com. So, ist kein Link, ist meine E-Mail-Adresse. Gerne. Weil das ist ganz wichtig,
dass wir uns da unterhalten, weil ich kann so jetzt nicht weitergucken, weil sie sagen mir immer dasselbe, blockiert, muss noch was gearbeitet werden und, und. Das hilft dir ja am Ende des Tages auch nicht über den Jordan, weil es sind noch ein bisschen Sachen, die zu überwinden sind. Und wenn wir das dann miteinander aufgearbeitet haben, dann wirst du das dann schon merken, wie das läuft, ja. Ich muss eben die Tür zumachen und der Kerl es gießt. Ja, da, nicht, dass noch die Feuerwehr kommen muss. Ja, kannst du sagen, ja, ich habe mit Verena geflirtet und in der Zeit ist der Keller vollgelaufen. Da hat die Feuerwehr keine Freude, gell? Nee, 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 nee. Also, ist sonst noch jemand hier, der gerne von mir die Karten gelegt haben möchte? Scheut euch nicht. Ihr dürft mich alles heute Abend fragen. Außer die Gesundheit. Über die Gesundheit reden wir nicht, weil ich bin kein Arzt und kein Therapeut, sondern ich bin Life Coach und Medium. Ja? Also, ich sehe 13 Leute hier an diesem Abend und wer hat noch eine Frage? Vorher habe ich gesehen, die Udine ist noch da. Du hast mich noch was gefragt. Udine, genau, mein Gott, die habe ich noch nicht geantwortet. Mit dem E-Mail. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Du weißt, was es ist. Ich gucke mal nach. Ja? Lass mich nachgucken. Ist das okay für dich, Udine, wenn du überhaupt noch da bist? Ist die Udine noch da? Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. So, Udine, Udine, Udine. Komm. So, Udine, jawohl, sieht gut aus. Ist noch eine Überraschung da? Also, Udine, wenn du noch da bist, ja. Kann ich dir jetzt schon sagen, Medi, hallo Medi, ich grüße dich. Kann ich dir jetzt schon sagen, ja, es wird so verlaufen, wie du mich gefragt hast. Und es sind zwar noch ein bisschen Hürden zu überwinden, aber was ich auch gesehen habe mit deinem Mann, scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Er ist, glaube ich, in seine Verantwortung zurückgekehrt, weil du wahrscheinlich losgelassen hast. Und das finde ich ja klasse, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer die Leute leben lassen, so wie sie leben wollen. Weil ich kann auch meinen Partner nicht umdrehen, wenn ich jetzt einen hätte, ja? Weil ich muss für mich Sorge tragen, wie ich bin. Was mich am anderen stresst oder stört, ja, hat im insgeheim ja auch was mit mir zu tun. Ich habe letztlich gerade ein Video auf YouTube gesehen, das Spiegelgesetz. Und da habe ich schon mich auch am selber am Köpfele nehmen müsse und immer wieder sage müsse, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, es wär nicht schlecht, wenn wir alle dieses Video mal anschauen würden, um was es nämlich geht. Schaust du mal mir bei Jawohl, Liebe. Also, Udine, für dich die Botschaft. Ja, und es wird noch ein bisschen Unstimmigkeiten geben. Nur am Endeffekt ist es schon, du kannst weitermachen, Undine. Gell? So, schaust du mal bei mir. Hast du, Medi, hast du eine bestimmte Frage, bitte schön, liebe Medi? Ubala, die Schlange fällt mir raus. Ubala. Das heißt, du hast mit vielen Leuten zu tun? Hast du eine bestimmte Frage, liebe Medi? Könnte meinen, hier ist 30 Grad im Schatten. Ey. Wieso ist den Alten nicht mehr? Ja, schickst den Alten in die Wüste. Schauen wir mal. Udine, das, was du mich gefragt hast in dem E-Mail, das du mir geschrieben hast, mit so großen Buchstaben. Ich bin ja froh, dass du Mama groß schreibst, weil ich sehe nicht immer so gut.
Okay. Kannst du dich erinnern? Scheiße. Ah, ja, genau, auf den Mann muss ich kommen. Ja, die Undine. Du bist mir ein süßes Mädel. Also, liebe Mary, jetzt denkst du dann an einen neuen Mann. Also bei dir, was ich bei dir im System sehe, liebe Mädi, ist, du schaust zwar nach einem neuen Mann raus, aber irgendwie ist hier eine Wand. Kann das möglich sein? Ich beiß die Nase, du echt. Entweder schaut mir jemand zu, unerkannt, oder erst denken ein paar Leute an mich, du. Ich könnte die ganze Zeit meine Nase. Was? Was kannst du dich nicht erinnern? Willst du mir jetzt sagen, ich verwechsle da mal, wer durcheinander gemacht? Du, ich gucke nachher mal nach. Jetzt kann ich gerade nicht nachgucken, weil sonst schmeiße ich mich wieder raus. Habe ich auch schon produziert hier. Aber ich gucke nachher nach, bin schon sicher, dass es von dir gewesen ist. Die ist weg. Die Wand? Nee, nee, die Wand ist nicht weg, liebe Mädi. Nee, nee. Ah, nee, nee, guck mal. Du sitzt sogar noch auf dem Berg drauf. Also die Wand ist noch nicht weg. Ich habe nicht gesagt, der alte Mann. Ich habe gesagt, deine Wand führt was Neues. Wow. Weißt du, ich hab den Dings in den Ohren. Hey, das war ja gemein jetzt gerade. Ich muss das rausnehmen. Hört ihr mich noch? Ist 3 Wochen? Oh je, Mine. Bist du sicher? Ja, 2 bestimmt. Mann, du, jetzt habe ich fast einen Hörschaden bekommen. Du. Oh. Hört ihr mich noch? Okay. Weil ich habe irgendwie. Boah. Ich habe irgendwie hier die Stöpsel in den Ohren und irgendwo kommt ein E-Mail rein, obwohl ich wahrscheinlich alles schon geschlossen habe, aber keine Ahnung, warum und wieso und weshalb. Lass jetzt mal, liebe Mädi. Ich muss da jetzt mal neu mischen, weil bei dir ist gerade im Moment wirklich ein Durcheinander. Jetzt mische ich nochmals und hast du dich schon von deinem Partner getrennt überhaupt? Ist das vorbei? Ja? Okay. Die Verena. Jetzt schreit sie, ja. Weiß jetzt nicht warum. Hab kein. Ah, oh, dann ist gut. Super. Ja, weil da ist noch etwas gewesen in deinem Rücken, wo noch nicht klar war. Verstehst du, mit deinem Mann. Also, jetzt gucken wir doch mal nach. Also, Metti, ich sag dir jetzt was. Warte jetzt mal. Jetzt muss ich dir etwas zeigen. Super, danke, Naschal. Ich habe eine ganz tolle Freundin, die macht hier EFT. Und zwar hat die eine CD gemacht, wo sie mit der Partnerschaft, also Angst vor der wirklichen Liebe zu leben. Und jetzt weiß ich nicht, ob die CD schon. Meine Tastatur ist weg. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon. Zack. Ob die schon die neue CD da im neuen Shop hat. Aber das möchte ich dir schnell zeigen. Und den Link stelle ich dir jetzt auch hier rein. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst dann hier auf Deutsch gucken. Hier ist der Link. Gucke mal. Jetzt komme ich wieder zum Cheat TV zurück. Hier, gucke mal. Das ist der Link von ihr. Ja? Und du klickst da drauf, ja, auf diesen Link. Und dann auf der linken Seite ist Deutsch und da kommt Gesundheit 7, Beschäftigung 11 und Partnerschaft 7. Und bei Partnerschaft klickst drauf. Da gibt es nämlich eine CD.
Angst vor wirklichen Liebe. Und die kostet 5,95 €. Und die kann man downloaden. Und ich sage dir, wenn du diese Klopfrunde machst, ja, Angst vor wirklichen Liebe, dann wirst du wirklich deinen Mann in dein Leben ziehen. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Ah, ist schon ein Deal, oder? Okay. Also, der Link heißt www.christagraves.com/shop. Ja, und Graves geschrieben. Und das ist eine ganz tolle Frau, die macht echt professionell EFT. Und ich habe von ihr auch sehr viele CDs gekauft. Und das Paralleluniversum, die Sepp, die ist auch mega gut. Also die gefällt mir sehr gut. Und auch das innere Kind. Der hat eine ganz tolle Sache gemacht. Ja? Ja, Moment, bin noch nicht fertig, Medi, gell? Jetzt habe ich zuerst mal dir die CD gegeben, weil ich habe dir nur diese CD jetzt empfohlen, weil du gesagt hast, 3 Jahre. Weil 3 Jahre ist eine unendlich lange Zeit. Gell? Okay. Also. Und das kann ja auch wirklich sein, dass irgendein Gefühl noch da ist, irgendetwas, was du noch nicht losgelassen hast, keine Ahnung. Oder dein Unterbewusstsein hat einfach keinen Bock, dir was Neues zu bringen, weil du keine klaren Anweisungen gibst. Aber mit dieser CD gebe ich dir Brief und Siegel, klappt es. Und das sage ich für alle, nicht nur für dich, weil ich habe auch meine CD gekauft. Ja? So, also guck mal, jetzt hat sich ja schon was verändert, wenn wir darüber reden. Also, das ist eine ganz klasse Ansage. Also der Wunsch ist ja da. So ist es nicht. Gell? Aber ich sehe ja auch, dass du eine Enttäuschung hinter dir hast, ja, und dass diese Enttäuschung halt wirklich manchmal sehr groß gewesen ist. Und manchmal projizierst du halt auch, wenn nur nicht wieder das passiert oder wenn, oh, bitte nicht so. Und das heißt, wird auch erfüllt, ja. Und das Negative und das Falsche, Lug und Betrug, wird sich jetzt aber ein für alle Mal von dir verabschieden, auch im häuslichen Bereich. Ja, das heißt also, wenn du jetzt Streitigkeiten gehabt hast mit Freundinnen oder geschäftlich oder irgendetwas, ja, dann wird sich das jetzt verabschieden vor dir. Ja, Verena, dann kauf diese CD und klopf, berichte mir. Ja. Und es geht übrigens auch, muss ich euch auch noch sagen, wenn ihr einen Partner habt, der nicht in die Gänge kommt, ja, und aber ihr dürft es nicht manipulativ verwenden. Ja? Nur wenn der Partner im Moment Blockade macht oder ein bisschen bockig ist, kannst du sogar auf ihn klopfen. Das bedeutet, du nimmst den Namen, ja, und klopfst genau, was sie sagt. Und das funktioniert auch, weil wir lösen ja unbewusst etwas in seinem Gefühlsleben auf. Weil die Männer sind ja heutzutage noch schlimmer dran wie wir Frauen, weil wenn die eine Enttäuschung hinter sich haben, dann geht es aber richtig los. Und genau das möchten wir ja in unseren Seminaren verändern, damit die Männer auch wieder Vertrauen haben zu Frauen, damit sie wieder Vertrauen haben in eine Beziehung. Damit sie wieder Vertrauen haben, etwas aufzubauen. Weil die heutige Gesellschaft ist ja so, niemand möchte bei uns Kinder machen, weil jeder Mann sagt, nö, nö, bin doch kein Zahlmeister hier. Ja? Und andere wiederum, die möchten gerne Familien haben, finden aber keine Frau oder keinen Mann. Und diese Technik, diese EFT, ist wirklich die beste Lösung für mich, wo ich sagen kann, weil ich rede aus Erfahrung, Körper, Geist und Seele hat sich massiv etwas verändert. Und da geht es ja auch darum, im Gefühlsleben das zu verändern, was man mir angetan hat oder was ich anderen angetan habe. Weil es ist immer Ursache und Wirkung. Ich war in einem Leben war ich Opfer und in einem Leben war ich Täter. Und es kommt nur das auf mich zu, was ich selber verursacht habe. Und das muss mal hier Klick machen. Ja. Also, liebe Mädi, jetzt muss ich dir sagen, also ist Neuanfang, eine Nachricht und demnächst, oh la la, Baby, oh la la, Baby, guck mal. Also, sobald du diese Technik, ich sag's jetzt mal, sobald du diese Technik klopfst und diese CD hast, ja, wird sich demnächst ein Mann bei dir melden.
Und du wirst in einer Partnerschaft gehen, und zwar in eine tolle, harmonische Partnerschaft. Du glaubst es zwar immer noch nicht, guck mal, weil du projizierst irgendwie, was, ich, noch so lange Zeit? Nein, es kann es doch nicht sein. Doch, doch, kann sein. Also, sag einfach mal, ich gebe der Liebe die Chance, der beste Mann für mich zu kreieren. Ich gebe dem Mann die Chance, der Beste für mich zu sein. Ich gebe mir die Chance, die Beste für mich zu sein. Und wenn du das machst, gilt auch für Verena, gebe ich dir Brief und Siegel, der richtige Mann, der für dich genau zu dir passt, wird sich bei dir melden. Bedeutet aber auch, es könnten drei in dein Leben kommen, weil das Universum, das sucht keinen Mann für dich aus, auch wenn es immer wieder die Leute denken. Das Universum sucht den Mann für mich aus. Nein, 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 so läuft es nicht. Sie zeigen dir 3 bis 5 Männer. Da kannst du immer sagen, nee, der ist es nicht, der hat mir zu viel Haare oder der hat mir das oder der ist so. Und du kannst dir immer wieder sagen, so einer will ich haben. Oder der mich zum Beispiel so liebt, wie ich mich liebe. Das bedeutet aber, du solltest dich dann schon wirklich ganz tief und innig lieben. Weil sonst kommt dann ein Mann genauso, wie du dich liebst. Und wenn er dich dann nicht auf Händen trägt, bitte reklamiere dann nicht beim Universum. Weil der kosmische Lieferservice, der ist dann auf den Punkt gebracht und sehr genau. Kann ich dir sagen. Ja? Oh! Also, eines musst du mir versprechen, liebe Mädi. Wenn du einen Heiratsantrag bekommst und du heiraten wirst, da bin ich, Verena Bühler, eingeladen. Ist das ein Deal? Okay? Und wenn es nur zum Aperitif ist, ja? Weil ich bin schon so lange nicht mehr auf einer Hochzeit eingeladen gewesen, weil in meinem Umfeld heiratet niemand, oder? Weil die haben alle Angst, man könnte ja wieder verlassen werden. Und wenn du heiratest, liebe Mädi, bin ich eingeladen. Deal or no deal? Deal. Super, ich danke dir. Deal. Und ich gebe dir Brief und Siegel, also bei mir ist zwar immer noch ein Jahr später, aber in einem Jahr bist du unter der Haube. Ja, kann auch 2 Jahre sein. Bei mir, ich weiß nicht warum, bei mir ist immer ein Jahr später. Wahrscheinlich, weil wir auch ein Jahr älter sind. Weil wir sind ja nicht, also wir sind ja schon 9 Monate im Bauch. Was machen wir? Wir zählen immer erst an dem Tag, wo wir aus dem Mutterleib geboren werden. Das ist dann der erste Tag. Dabei sind wir ja schon 9 Monate alt. Was nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Mhm. Grunde genommen wäre der Geburtstag die Zeugung. Überleg dir das mal. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ey, du, wir modeln nochmals die Zeit um. Grunde genommen ist Geburtstag die Zeugung. Warum denn nicht? Ich muss gleich mal ausrechnen, wann ich dann wirklich Geburtstag hätte, wenn ich mal zurückrechne 9 Monate. Ja. Auch wieder eine Philosophie. Okay? 9 Monate alt und wir beginnen bei der Geburt zu zählen. So, also nächste Frage. Naja, habe ich ja noch Zeit. Ja, und vor allem schmeiß mal alle Rucksäcke aus deinem Herz und gib den Männern ihren Schmerz zurück. Nimm aber auch wieder 100% Liebe zu dir zurück. Nimm wieder 100% Herz zu dir zurück. Nimm wieder 100% Geborgenheit zu dir zurück. Also manchmal stellt man immer noch Koffer beim anderen ab. Und wenn man geliebt hat, hat man immer noch so ein paar alte Koffer bei dem zu Hause stehen. Also jetzt nicht im physischen, sondern im Herzen. Ja. Und du musst für dich, und das gilt für alle, die hier zugucken oder dieses Video jemals gucken, du musst für dich alles wieder zurückholen. Das heißt 100% Liebe, 100% Anerkennung, 100% Geborgenheit, alles, was du ihm geschenkt hast, ja, wirst du wieder zurückholen. Weil manchmal ist es ja so, Mädi, der hat ja noch, ging er doch, was?
Hatte einen, doch, dann ging er doch, der war süß. Ja, eben, aber was hast du ihm mitgegeben? Überleg mal, hast du ihm Gefühle mitgegeben? Vielleicht hast du ja nur noch 50% Gefühle für deinen neuen Mann zu verschenken, weil 50% der Süße mitgenommen hat. Hallo? Dann pfeif mal zurück deine Gefühle und sag du, 50% Gefühle wieder zu mir zurück. Ja? Ja, eben. Warum hast du die Kraft nicht, liebe Mädi? Weil noch irgendwo deine Gefühle, deine Energie verteilt ist mit anderen, bei anderen Männern, die du schon gehabt hast. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch nicht mehr 20 oder 30, bist auch ein bisschen älter. Und darum musst du diese Meditation für dich wirklich machen. Ich hole alle meine Anteile zurück. Okay? Und wer weiß, vielleicht kann er ja zu dir zurückkommen. Wer weiß denn das schon? Gilt auch für die Verena. Ja? Hol mal alle Anteile zurück. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht richtig stark. Ja? Gern geschehen. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir so unsere Liebe verschenken, unsere Gefühle, unsere Geborgenheit und was auch immer wir uns so verschenken, was uns alles in den Sinn kommt. Ne? Und dann prüfe dich, ja, bewusstes Unterbewusstsein abfragen, habe ich jetzt alles zu mir zurückgenommen? Bin ich jetzt wieder in meiner Mitte? Habe ich wieder 100% Medi? Bin ich wieder 100% Medi? Und dann sende aus, ich bin Liebe. Und zu deinem Geistführer sagst, so, jetzt bin ich bereit, meinen Seelenpartner oder meinen Partner, der für mich der Richtige ist, kennenzulernen. Natürlich kannst du mir auch 3, 4, 5 schicken. Somit habe ich eine Auswahl. Und der für mich Beste, mit dem ich das beste Gefühl habe, den, mit dem verbringe ich Tisch, Stuhl und Bett und mein Leben. Okay? Ja, im Grunde genommen, so einfach geht das. Nur unser Ego, das tut uns immer wieder fehlleiten. Und vielleicht machst du auch wieder mal eine Matrix-Transformation und matrixelst wieder mal alles Negative von deinem Körper, Geist und Seele weg. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich beginne ja auch wieder mit meinen Matrix-Seminaren, und zwar mit Online. Webinaren. Und da bist du dich auch herzlich eingeladen, wenn du da mal mitmachen möchtest. Und am Montagabend haben wir uns übrigens das erste Mal schon getroffen in meinem neuen Mafaya TV. Live habe ich Meditation und Transformation gegeben und das war so schön. Ich bin richtig weg gewesen, weil wir haben so eine schöne Energie gehabt. Mein Herz grüßt dein Herz und wir haben uns verbunden über die Herzensenergie. Und alle, die dabei gewesen sind, die sind richtig begeistert gewesen. Also wenn jetzt jemand, der mir jetzt zuschaut, auch dabei sein möchte, da gibt es einen Webseite, und zwar www.morfaya.com, MORPHEYA.com, Morfaya. Oder du googelst meinen Namen, Verena Bühler, da kommt es auch raus, Morfaya Live. Ja? Und auf der Seite über mich siehst du, was ich jeden Montag mache. Das heißt, für jene Leute, die das Wochenende nicht so schön verlaufen ist oder Zoff gehabt hat oder vielleicht alleine gewesen sind, die können am Montag sich auf den Montag freuen und am Abend von 8:30 bis 22 Uhr meditieren wir, transformieren wir und machen uns einen gemütlichen Abend. Das Ganze ist der Energieausgleich 20 €. Das ist nicht so viel, oder? Also, wenn du mitmachen möchtest, melde dich an. Über das E-Mail und schreib mir einfach, ja, ich möchte gerne den Link haben, weil wir brauchen jedes Mal einen neuen Link, damit du in meine neue TV-Show reinkommen kannst. Und den Link kann ich eben nicht zweimal gebrauchen, ich muss jedes Mal einen anderen Link machen. Und den stelle ich natürlich jenen Leuten zur Verfügung, die sich angemeldet haben. Wenn ihr viermal dabei sein möchtet, ja, dann gibt es 10% less. Ja, es ist ein Geben und ein Nehmen. Okay? Alles klar. So, hat noch irgendjemand eine Frage an mich? Darf ich noch für euch etwas tun? Übrigens, nächsten Donnerstag bin ich selber in Schulung
Und nächsten Donnerstag, es gibt kein Kartenlegen. Ja? Also, wenn noch jemand eine Frage hat, die ich heute kostenlos beantworten darf, bitte tut das. Ansonsten dürft ihr mich auch unter der Woche anrufen und mit mir in Kontakt treten. Natürlich ist es hier aus Energieausgleich. Ja, die Ludida, ich grüße dich, liebe Ludida. Ich. Oh, die Medi möchte noch eine Engelska. Ich grüße dich, liebe Ludida, hab dich schon vermisst. Habe gedacht, wo bist denn du geblieben? Aha, also am Montagabend, liebe Ludida, das war richtig schön in meinem Lichtkreis. Wir haben uns richtig schön gemütlich gemacht, haben transformiert alles, was nicht mehr zu unserer Energie gehört, haben meditiert und es war richtig schön am Montagabend. Okay. So, jetzt mache ich noch eine. Hoppala, da fliegt ja schon eine aus dem Stapel, siehst du? Medi, bisschen Ruhe ist hier gefragt auch. Und zwar nimm dir Zeit, dich zu entspannen, still zu werden und dein Alleinsein zu genießen. Verwöhne dich. Aber da du ja schon lange alleine bist, ziehe ich jetzt dir noch eine. Gell? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich genießt, auch wenn du alleine bist. Oh, guck mal. Ein hilfreicher Mensch. Jemand möchte dir helfen. Überlege, wer es sein könnte und nimm mit ihm Kontakt auf. Klasse, ne? Also. Ja, natürlich kann ich dir die Karten legen, liebe Ludida. Darum treffen wir uns ja hier. Okay? Was hast du für eine Frage, liebe Ludida? Also, Medi, du weißt jetzt, wie du mich erreichst, ja? Hier schreibe ich noch meine Dings rein. W Upsala. www.morpaya.com. So, Upsala. Genau. Und da könnt ihr den Link gucken über mich. Das findet jeden Montag statt. So erhöhen wir nämlich die Liebe zu uns und zur ganzen Menschheit und erlösen auch unsere Probleme für die ganze Menschheit. Weil wenn ich natürlich eine Transformation mache, gebe ich immer ins Feld für uns und für die ganze Menschheit. Weil es ist ja ein globales System. Ne? Ja? Gerne, gerne, liebe Medi. Und wenn wir im globalen System etwas verändern, sei es Geldquelle öffnen, Liebe öffnen oder Harmonie öffnen, was denkt ihr, was wir irgendwann erreichen können, damit wir wirklich mal Friede haben auf der Erde? Und das ist ja unser Ziel. Ja, Friede und Harmonie, ein Miteinander und nicht immer gegeneinander, Krieg und Streit und die Gerichte beschäftigen für nichts. Ja. Also, liebe Ludida, was kommt auf mich zu? Gucken wir, gucken wir. Ludida, denk an dich, ja? Die Ludida. Also, liebe Ludida, die geistige Welt ist bei dir so Sonne. Mond und Sterne ist alles in deinem Umfeld jetzt, ja. Du selber hast noch ein bisschen Streitigkeiten gehabt, nur das wird sich jetzt in der, also hat sich jetzt eigentlich schon erledigt. Du hast da zwar reingeguckt, ja, ein bisschen es hat dich irgendwas genervt und so, aber nichtsdestotrotz, du hast ganz viele neue Leute kennengelernt und auch Freunde. Es gibt, ist eine Veränderung im Gange. Weiß jetzt nur noch nicht, jetzt weiß ich nur noch nicht, ob du umziehen willst oder, weil ich sehe, dass du irgendein Haus, wo viele Leute noch Sagen haben, entweder möchtet ihr das verkaufen oder ihr möchtet etwas gemeinsam in diesem Haus anstellen oder ein Haus kaufen. Das sehe ich jetzt da nicht genau, was das sein soll. Also es gibt auf jeden Fall bei dir einen Neuanfang und dann wird es sein, dass du etwas Neues, Berufliches aufmachst mit vielen Leuten, ja, wenn du nichts verkaufen willst.
Weil bei dir ist gezeigt, dass du wirklich jetzt einen Rundumschlag machen kannst, ja. Und mach mir mal einen mach mir mal einen Gefallen, also für dich, liebe Ludida. Zünde heute Nacht eine weiße Kerze an und nimm mal mit deinem Spezialschutzengel Kontakt auf. Du weißt schon, wen ich meine, gell? Und horche mal zu, ob er schon drüben ist, ob er dir schon eine Botschaft mit auf den Weg geben kann. Ja? Ganz wichtig. Jetzt weiß ich nur nicht, noch nicht, wie lange es jetzt seither ist, aber ich denke, es ist. Und guck mal, das Hier und das Hin, das Hier und das Hin und das Her hat ein Ende. Ja, gerne. Freue ich mich. Und wenn es du am Montagabend einrichten kannst, guck schon mal bei mir rein und machen wir eine Transformation, eine Meditation. Seit einer der Mai, Juni, ja, also die 49 Tage sind, glaube ich, noch nicht ganz um. Aber schau einfach, was heute Nacht passiert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, du wirst ihm begegnen heute Nacht. Und vielleicht sagt er dir ja jetzt schon was, weil das ist so schön. Ja? Ja. Freue mich, dass du da bist. Habe ich schon vermisst. Hey, echt. Und schon gedacht, oh, habe ich es nicht publiziert? Dann wissen es die Leute nicht. Weil heute Abend seid ihr irgendwie alle später dran. Jetzt gucke ich mal nach, ob der Dings schon da ist. Nee, der ist noch nicht da. Wie heißt der? Der. Ups. Eddie. Edward. Nein. Mann, habe ich ein Spatzenhirn, du? Ich glaube, ich werde alt. Und für dich, liebe Ludida, ziehe ich jetzt noch eine Engelskarte, ja? Also eigentlich eine Feenkarte. Ja, die sind so schön, die sind so schön. Oh, guck mal. Vertraue. Und zwar deine Gebete verwirklichen sich. Bleibe positiv und folge deiner inneren Führung. Ja? Und zwar die innere Führung, die wird jetzt immer das Stimmchen, sehr ganz leise. Und es wird immer lauter und lauter und lauter, wenn du dich daran erinnerst, dass du mit diesem Stimmchen verbunden bist. Weil ab und zu vergessen wir dieses Stimmchen, ja, und sind immer im Außen beschäftigt, was noch, dieses noch und jenes noch, ja, dabei. Und guck mal, die nächste Karte ist, triff eine Entscheidung. Ja. Das heißt, fühlst du dich unentschlossen, höre auf deine Intuition und triff eine Entscheidung. Also du hast zweimal im Grunde genommen fast dasselbe bekommen. Triff eine Entscheidung und vertraue dir mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und dann wird das schon richtig werden. Ja? Feier mich. Schaut auf meiner Webseite nach. Ich werde die demnächst jetzt mal wieder ummodeln, weil es fehlen mir, sind einfach zu wenig Angaben drin. Aber die Technik und ich, wir müssen uns zuerst einmal wieder anfreunden, aber wir haben Frieden geschlossen, wir sind da richtig gut unterwegs. Doch ich muss es einfach mal tun, wenn, was, wo ich sende auf meinem neuen TV-Kanal, damit ihr euch auch orientieren könnt. Gell? Die Intuition fehlt mir noch. Nein, die Intuition kannst du nicht kaufen, die hast du schon. Das Einzige, was du machen kannst, ist, die verstärken und dich wieder mal zu vertrauen. Und dich mit deinem Geistführer zu verbinden. Darum habe ich ja vielleicht heute gesagt, du sollst dich mit deinem speziellen Schutzengel verbinden, damit du diese Anbindung Gottes wieder hast. Mein, vielleicht schaffe ich das. Guck mal, muss ich euch was zeigen. Da oben, guck mal, das Licht da oben, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sehen kann. Das ist so ein tolles Licht da oben, unglaublich. Ui. So, jetzt hoffe ich,
Ich sehe natürlich jetzt wieder 7 Minuten später hier, Karl, was ich jetzt da wieder produziert habe. Keine Ahnung. Hey, so ein schönes Licht, wie wenn Gott jetzt direkt durch den Himmel hier blicken würde. So ein schönes, rosarotes Licht. Unendlich genial. Wow. Ja, natürlich wieder nichts gezeigt, ja. Ja, ich habe nicht gesehen, wo das hingezeigt hat. Schade, aber immerhin, ihr habt jetzt mal aus meinem Fenster sehen können, gell? Und es ist so schön, so etwas Rotes, so etwas Schönes, also so habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es ist echt genial und das um 21.22 Uhr, genial, einfach nur genial, ihr Kinder. So, ihr Lieben, habt ihr noch eine Frage an mich? Also nächsten Donnerstag gibt es kein Kartenlegen mit Verena Bühler, weil ich selber in Ausbildung bin. Und ich möchte euch höflich einladen, mit mir auf die Reise zu gehen am Montagabend und einfach die Transformation mit mir durchzuführen, meditieren und einfach zu sein, damit wir uns einstimmen können auf eine bessere Welt. Wenn du irgendetwas verändern möchtest in deinem Leben, dann beginne es jetzt. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren inneren Schweinehund endlich überwinden können. Ah, die Clara ist noch da. Natürlich habe ich Zeit. Ich warte schon seit 1,5 Stunden auf dich. Habe ich jetzt schön gesagt, gell? Liebe Clara, erzähl, was möchtest du wissen? Danke dir, liebe Verena, bist du auch der Oberknaller. Ja? Aha, okay. Turbulenzen, also möchtest wissen wahrscheinlich, ob es wieder besser zu und her geht. Ja? Denk jetzt einmal. Udine, tschüss, schlaft schön. Papa, ich grüße dich. Schlaf auch gut. Also Clara, denk jetzt mal an deine Partnerschaft, ja? Partnerschaft. So. Ja, guck mal. Nagen die Mäuse. Und die Einsamkeit ist das Thema, liebe Clara. Ja? Ja, aber Clara, also. Ach so. Was soll ich jetzt da sagen? Clara? Also, du machst es mir jetzt gerade nicht einfach, aber nichtsdestotrotz, ich bin ja hier hinter der Kamera, guck in das Loch rein, gell, sollte ja wissen, was hier steht. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt das alles schnell über den Äther sagen soll. Ich sage es jetzt mal einfach durch die Blume. Ich hoffe, du vergibst mir. Auch du kannst mich natürlich adden auf morphia.tv, damit wir uns persönlich dann unterhalten können, wenn du möchtest. Ja. Also man sieht hier schon, dass es Turbulenzen gegeben hat. Nur es war ja auch einmal eine ganz große Liebe von dir. Ja. Weil ich sehe hier, dass ihr schon sonst eine schöne Partnerschaft habt. Ja, nur eben das Hin und das Her und die Sehnsucht, die du halt hast und du bist ein sehr, also ich sag's jetzt mal so, du hast sehr tiefe Gefühle und du bist eine leidenschaftliche Frau. Hm? Und wenn jemand liebt, so leidenschaftlich wie du, das kann natürlich schon zu Turbulenzen führen, wenn der Mann irgendwo nicht so in der Tiefe ist, ja. Und irgendwie hat es da einen Brief gegeben oder gibt es noch einen Brief, aber du musst dir keine Sorgen machen. Also ich denke, das Schlimmste hast du hinter dir, sage ich jetzt mal so, die Turbulenzen. Und ihr müsst halt beide, ich habe es vorher schon zu Verena gesagt, du bist eine Persönlichkeit, dein Partner ist eine Persönlichkeit und jetzt müsst ihr
wieder neu aneinander beschnuppern und kennenlernen, weil die Energie vom Universum, die hat sich dermaßen erhöht und die Energie von Mutter Erde, die schwingt ja auch in einer Frequenz. Da habe ich ja eine CD gechannelt, jetzt ist sie wieder, ja, ich kann jetzt nicht, ja doch, ich kann aufstehen, weil ich habe ja ein schönes Bild hinter mir, Momentli, bin gleich wieder da. So, siehst du, also, jetzt sehe ich mich natürlich wieder 5 Minuten später, ich finde das klasse. Also, ich habe hier eine CD gechannelt, ja, und da geht es um Frequenzen. Frequenzen heißt, du schwingst auf einer Frequenz, dein Partner schwingt auf einer Frequenz und wenn es da irgendwo Unstimmigkeiten gibt, dann musst du natürlich dich auf die neue Frequenz einlassen. Gell? Und wenn es da wirklich Turbulenzen gibt, dann kann ich dir nur sagen, besinne dich einfach, wer du bist. Du bist eine ganz wundervolle Frau. Und du hast ganz viele tiefe Gefühle. Im Grunde genommen müsstest du dich nur verbinden mit der geistigen Welt und mit den Energien, die du mitgebracht hast zur Mutter Erde. Und das habe ich hier auf dieser CD ganz klar gechannelt. Und da bist du auch wieder in der göttlichen Matrix und dein Partner natürlich auch. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon zuguckst, ob du das gehört hast, auch mit der Christa Graves, dass sie eine CD gemacht hat mit EFT, wo man das beklopfen kann. Partnerschaft beklopfen. Ja? Entweder für dich oder für deinen Mann. Oder? Und dann kommt da wieder Ruhe in den Karton. Weil, guck mal, wenn ich so etwas sehe, das kommt noch auf dich zu, dann muss ich sagen, es ist eine wunderschöne Angelegenheit. Ja? Und natürlich muss man sich wieder neu finden, weil die Mäuse nagen ja einem. Das geht ja auch nicht spurlos vorbei. Nur, ich sage dir einfach eins, wenn du mit einem neuen Partner noch was von vorne beginnen willst, du auch der neue Partner hat irgendetwas, wo du dich auch wieder daran gewöhnen musst. Oder irgendwas anderes. Also es nicht nur immer davonlaufen oder zu wechseln, sondern es heißt ja klar, zusammen wieder einmal in den Spiegel gucken, ja, was möchte ich denn mit der Partnerschaft, was stört mich an Partnerschaft? Ich habe vorhin gesagt, ich habe ein Video gesehen, die spiegeln, die, wenn du in den Spiegel guckst, ja, gibt es ein Gesetz. Und das hat mir ganz klar auch wieder die Augen geöffnet, ja. Du möchtest diese CD bestellen? Ja, natürlich, die kannst du bei mir bestellen. Komm mal auf, hast du Skype? Meine Tastatur wiederholen. Wo bin ich hier? Wenn du Skype hast, morb.tv. Jesus Gott, ich sehe da auch nicht mehr bis zur Tastatur. Morb. So, also wenn du Skype hast, dann bitte morfeia.tv, mach mir eine Kontaktanfrage und dann diskutieren wir miteinander, gell? Weil ich möchte dir schon dazu noch was sagen hier, weil es geht dir nämlich um dich, um deine Mäuse nagen ein bisschen an dir, ja? Obwohl es im Grunde genommen nichts zu nagen gibt und manchmal hast du auch Energieverlust. Ich kann dir aber nicht sagen, ob es jetzt wirklich nur mit dem Partner zusammenhängt, weil für mich, wenn ich in deine Energie, ja, das ist mein Skype-Name, wenn ich in dein Energiefeld gucke, bin ich mir nicht sicher, ob wirklich der Partner der Auslöser ist. Ja, er hat vielleicht noch das Fass zum Überlaufen gebracht, okay, aber da brodelt es schon länger unter der Oberfläche, sagt mir mein Gefühl, okay. So. Und dann, nichtsdestotrotz, also, nochmals, du bist einfach eine wunderbare Frau und hier kommt wieder die Ordnung rein, ja, und der Anker und der Baum, das ist also wirklich was ganz Tolles zum Verankern und auch dein Mann, der wird sich da
wieder mit dieser Veränderung wirklich sich auch auseinandersetzen. Weil er ist nicht einer, der sagt, ja, nach mir die Sinnflut und verändere du dich, ich bin schon in Ordnung. Das ist er nicht. Gegenteil, er sucht auch nach Lösungen. Weil ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon zusammen seid. Aber ich fühle, dass es ist eine intensive Partnerschaft. Wow, jetzt friert es mir gerade, du ehrlich. Und eine intensive, liebevolle, also wirklich schöne Partnerschaft. Das ist ja nicht irgendwie so Larifari oder du mich auch. Und schlag mich tot und lass mir mit. Gegenteil, also ich fühle auch, da ist auch Respekt. Auch wenn es gerade im Moment Turbulenzen gibt. Mei, auf jedem Schiff gibt es Turbulenzen. Guck mal, mich friert es bis runter. Weißt du, was das heißt? Also wenn es mich friert, wenn ich hier rede, dann heißt, ihr seid wirklich was ganz Spezielles. Und gibt einander eine Chance und gibt dir eine Chance, dass du dich verändern kannst und wieder ganz neu in den Spiegel gucken kannst und sagst, wow, doch, ich, Clara, bin ganz eine wundervolle Frau. Und es ist wert, dass ich für mich arbeite und zu meinem Partner nochmals neu gucke. Natürlich will er sich auch sehr lange ja, zusammen. Man, schau mal, also ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, aber hey, ich habe so Berge, so stehen mir die Härchen hoch. Und das muss für mich, also das heißt für mich, weil ich bin so verbunden mit der geistigen Welt und wenn ich hier channel und wenn ich hier Karten lege, die Leute, die schon länger bei mir sind, die wissen, dass wenn es mich friert, bin ich A, auf dem richtigen Weg und B, ist das wirklich etwas ganz Besonderes und dann will es euch ja auch etwas sagen, verstehst du? Und dein Partner ist das erste Mal, dass sich der ja auch verändern will, weil er merkt ja auch, dass mit ihm auch etwas vielleicht nicht in Ordnung ist. Nicht negativ zu deuten, sondern du bist pausenlos am Geben und am Machen und am Tun. Und so läuft es nicht. Auch er hat sein Fett weggekriegt und auch er muss etwas verändern. Weil es geht nicht, dass nur ein Partner sich verändert. Nee. Beide arbeiten und dann wieder zusammen. Ja? Okay? Ich hoffe, ich habe dir so jetzt ein bisschen dir die Augen öffnen können und dir die geistige Welt näher bringen können, damit du mit dem es anfangen kannst. Und bitte adde mich auf Skype. Okay? Ja, also ich bin auch sehr überrascht, weil dein Partner möchte wirklich was verändern und er weiß auch, dass er in sich sehr einsam ist, weil der Turm war da und der Storch, oder? Und das heißt für mich, er möchte ja auch gerne aus diesem, ich sage jetzt mal, aus diesem Gefängnis, inneren Gefängnis ausbrechen, um mir offen zu sein. Siehst du, jetzt gehen mir schon wieder die Härchen hoch. Das ist unglaublich. Clara, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Echt? Danke, sehr lieb von dir. Ja, gerne, liebe Clara. Bin froh, dass du dich jetzt gemeldet hast, weil ich sehe hier 21 Leute ungefähr und nur die Hälfte haben mich was gefragt. Und ich finde es immer schön, wenn ich hier ja schon hier bin, dass die Leute mich ja auch was fragen, weil heute ist das ja kostenlos. Und warum sollte man den Dienst nicht in Anspruch nehmen? Ne? Weil nächsten Donnerstag bin ich nicht da, da bin ich selber in Fortbildung, weil ich möchte mit meinem neuen Business endlich jetzt das Richtige tun. Und ich habe da eine ganz tolle Firma kennengelernt mit Videokommunikation und generell Internetkommunikation. Was gibt es Schöneres, als wenn ich mit euch Internetkommunikation betreiben kann, euch einladen kann in mein eigenes TV-Seminar, ja, und mein eigenes Live-Konferenz, ja, und mit euch richtig toll arbeiten kann, und zwar wirklich für die, die wollen. Und da können wir so tolle Sachen machen und vielleicht seid der eine oder der andere, wow, das will ich auch für mein Geschäft nutzen, weil es sind so viele tolle Produkte, die jetzt neu auf den Markt kommen, wo ich als Vreneli Bühler total, ich habe solche Augen gemacht, habe gesagt, was es da nicht alles gibt auf dieser großen, weiten Welt. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich lebe hinter dem Mond hier in Liechtenstein. Aber es liegt nicht an Liechtenstein, also wohlverstanden, das liegt schon an mir. Ja. Vishnu, hallo, bist du auch da? Mino, ja, bin auch da. Schön, dass du auch da bist, freut mich sehr. Wie ist es dir gegangen, Liebe? Also klar ist das für dich schon in Ordnung. Und jetzt ziehe ich für dich noch schnell eine Engelskarte. Ja,
Jagaligala, obala, oh. Jawohl. Siehst du? Also, es ist wunderschön, was jetzt gekommen ist. Ich zeig's dir gleich, aber ich muss noch was dazu. Hab wieder ein wenig verpennt. Ja, sag mal. Oh. Clara, es passt alles zusammen. Guck mal. Zeit zum Weitergehen. Das heißt, hier, guck mal, mein Engelchen ist auch da. Und mein Links ist auch da. Heiliger Sankt Antonius ist immer bei mir. Liebe Clara, Zeit zum Weitergehen. Das heißt, es ist Zeit, das Alte, Abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Und das ist genau das, was auch für deinen Partner gilt. Ja? Und die nächste Karte, die gekommen ist, ist Synchronität. Das bedeutet, deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Eine ganz schöne Karte. Also alles, was irgendwie synchron ist, ja, wird sich bei dir in den nächsten Tagen manifestieren. Das heißt, wenn du eine Frage hast, ins Universum gestellt hast oder eine Bitte, dann siehst du, zack, entweder wenn du ein Radio anmachst, wenn du TV anmachst oder wenn du Leuten zuhörst oder du schlägst die Zeitschrift auf irgendeine Art reden alle mit dir. Ja, manchmal schon fast unheimlich, sage ich dir ganz ehrlich, weil mir ist das auch so gekommen. Und wenn die Synchronität kommt, sind ja zwei Delphi, das ist eine wunderschöne Karte, ja, dann bist du wirklich auch gesegnet von oben. Und dann darfst du einfach nur zuhören, lass das Alte los und sag, boah, ich habe es jetzt lange getragen, ich will es nicht mehr. Okay? Das war für dich, Clara. Gut, lieber Vishnu, habe wieder verpennt, ja, das wundert mich nicht. Ich hoffe, du hast mein Video gefunden, damit du das wieder gesehen hast, meine Meditation, wo ich dir vorgeschlagen habe. Ganz gut, naja, nur gerade kein Kontakt mit ihr. Sie ist unterwegs und ihr Handy geht nicht mehr. Seit drei Tagen am Festival. Ja, gute Nacht, Marie. Jetzt kann ich sicher gut schlafen. Ja, und leg dich heute Nacht in die Arme deines Engels. Ja, und zwar, stell dir mal vor, die haben so riesengroße Flügel. Ja, und leg dich einfach in die Arme von einem Engel und sag, ich bin so glücklich und dankbar, ich lege mein Leben in deine Hände. Und ich schlafe jetzt, der Schlaf der Gerechten. Und morgen früh bin ich gesund, fit und munter und weiß alle Antworten auf die Fragen, die ich euch gestellt habe. Okay, Clara? Ich freue mich auf eine Freundschaftsanfrage von dir. Und die CD darfst du gerne haben. Ich sage dann dir, wie das läuft. Ja? So, Karten legen möchte der Vishnu noch schnell. Ja, ich gucke mal auf die Clara. Ich gucke mal, ob der Dings da ist. Warum ist der nicht da? Das ist wieder vergessen. Du, ich mache einfach so lange, bis der kommt. Oder spätestens um 10 ist sowieso. Gut, die Odyssee. Ich grüße dich, liebe Odyssee. Also, wie ich nun denke an sie, ja? So, upsula. Ja, nicht so arg, wie ich nun. Sind mir alle Karten aus den Händen geflogen. Also, was ist los mit der von Vishnu? So, also. Ja, die ist unterwegs. Aber du wirst schon eine Nachricht bekommen, so schlimm ist das nicht. Nee, weißt du, es ist so, die hat das Handy ausgeschaltet. Weil die ewige Klingelerei und das Hin und das Her, das Quack, 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 du hast keine Ahnung, wo die unterwegs ist. Und es kann auch sein, dass die da ganz viele Sachen vielleicht bezahlen muss, dass es teuer ist, die Roaminggebühren, was weiß ich. Und vielleicht auch mal nichts hören will von der ganz großen, weiten Welt. Wenn man auf Reisen ist, braucht man auch nicht das Sklave sein vom Handy. Also mich stresst das brutal, wenn ich jetzt einen Partner hätte oder jemand im Urlaub und ich müsste pausenlos nach meinem Handy gucken.
Ja, da kann man doch mal die Natur sein lassen und mal die Natur genießen. Und immer ein Sklave vom Handy sein. Also die Einsamkeit ist bald vorbei, ja, und da wird sie eine Entscheidung treffen. Das kann ja möglich sein, weil ich glaube, ich kann mich erinnern, da waren ja mehrere interessiert an der netten Dame. Das ist schön. Das war, glaube ich, so, gell? Also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich mich da noch erinnern kann. Und die ist wirklich auf den Drive gegangen und hat mal geguckt, was ist für mich das Richtige. Und es kann sein, dass du demnächst von ihr hörst, ja? Ja, weil es ist für sie auch nicht einfach. Siehst du? Siehst du? Also, man muss ab und zu einfach Geduld haben, ne? Und die beiden anderen spielten sich selber raus. Ja, also. Und wer bleibt über? Tja. Also, ich sehe schon, verliebt bist du ja schon, gell? Ist ja auch schön. So, also, ich habe wieder überzogen. Ich habe um 8 schon begonnen, Karten zu legen. Also, nächsten Donnerstag findet kein Kartenlegen statt, weil ich selber in Ausbildung bin, aber dafür dann wieder in einer Woche. Wenn jemand natürlich trotzdem eine Frage hat an mich, klar, man muss ja leben. Energieausgleich ist zu tätigen. Heute Abend kostenlos, wie jeden Donnerstag, außer nächsten Donnerstag. Und sonst habe ich am Montagabend einen wunderschönen Lichtkreis jetzt wieder ins Leben gerufen. Meditation, also Workshop, Meditation, Transformation. Und dann haben wir letzten Abend, also letzten Montag, das erste Mal durchgeführt. Und es war richtig mega schön. Und alle, die da waren, die haben richtig Freude gehabt. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich dich persönlich begrüßen darf. Wenn du dabei sein möchtest. Ja, dann schau auf meine Webseite marfaya.com oder ich bin auch im Facebook, kannst du mich fragen, schicke ich dir gerne den Link, weil dazu brauchst du einen Link für in die Marfaya TV zu kommen, in mein neues Fernsehstudio. Okay? Vielen Dank, Vishnu. Ja, gerne. Guten Abend. Ich wünsche dir auch, liebe Clara, dass du ganz schönen Abend für dich. Und sobald ich hier raus bin, melde ich mich bei Skype wieder an, weil das ewige Gesurre und Geziepe, das kann ich einfach nicht brauchen, weil ich habe vorhin hier das in meinen Ohren gehabt und es tut richtig weh, wenn das immer macht. Oder wenn ein E-Mail reinkommt, du, boah, man möchte ja keinen Hörschaden haben. Gut, dann treffen wir uns heute in 2 Wochen wieder hier auf Cheat TV. Und informiert einfach eure Freunde, dass ich nächste Woche nicht da bin, aber ihr dürft mir trotzdem E-Mail schicken oder mich adden auf Skype oder über Skype. Ja? Also ihr müsst meinen Namen googeln. Verena Bühler ist bekannt wie ein bunter Hund. Ja? Und wer mich nicht kennt, hat eh die Welt verpennt. So einfach ist das. Okay? Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine schöne Woche. Eine erfolgreiche und zufriedene Woche und denk dir mal darüber nach, was dich am anderen stört, ist im Grunde genommen dein Thema. Was dich aufregt, hat mit dir zu tun. Und was dir am anderen gefällt, das ist deine Stärke. Es gibt im YouTube ein Gesetz der Spiegelung und das würde ich dir mal empfehlen. Das downzuladen und anzugucken, weil es öffnet so manches Aha-Erlebnis. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches Halleluja und seid übernächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Auf ein Wort mit Verena Bühler, Life-Coach und Medium. Gute Nacht, ihr Lieben, schlaf gut und träumt was Schönes. Baba. No.